Ja, dies ist heute ein besonderes Video, was ihr sicherlich schon an meinem Look oder noch nicht Look erkennen könnt. Und zwar werde ich heute ein 50er Make-up schminken. Ich bin damit auch, glaube ich, ein bisschen spät dran. Ich hatte aber so viel Stress gehabt in letzter Zeit. Ich möchte es aber nicht weit ausdehnen, dass ich das jetzt heutige zum Sonntag erst schaffe und wahrscheinlich erst heute Abend irgendwann oben sein wird, wenn ich das dann nachher hochlade. Das heißt, liebe Boots Lux und alle anderen Mädels, die mitmachen, das ist eine Kooperation mit Boots Lux und vielen, vielen anderen tollen Mädels. Schaut doch dann mal in die Infobox. Ich werde die ganze Leiste verlinken und ja, eigentlich sollte es Punkt 12 Uhr oben geladen sein. Ich bin mal wieder hier und Spätzle und bin wahrscheinlich wieder später dran als alle anderen. Aber ich hatte leider Stress gehabt und deswegen konnte ich es gestern nicht mehr drehen. Ich werde dazu in einem anderen Video dann noch was sagen. Und ja, dementsprechend schminke ich das jetzt heute. Und ja, das ist meine Variation eines Tüchleins im Haar. Ein bisschen lockig und so vom 50er. Ich habe auch so ein gepunktetes, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich will es nicht zu tief machen, gepunktetes Oberteil an, was auch dazu passt. Und ja, schminken wir jetzt gemeinsam sozusagen einen 50er-Look. Und es passt ja auch ein bisschen dazu, dass ich momentan auf Netflix Doctor Who gucke. Es ist ja so sehr über so einen Zeitreisenden. Und der durchläuft ja auch alle durch Epochen und Zukunft, Vergangenheit und so weiter und so fort. Und da passt das, wie ich finde, heute ganz gut. Werden wir ein bisschen nostalgisch. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude beim Make-up und beim Zugucken. Und jetzt schaue ich erstmal, dass ich die beiden Löckchen hier an die Seite klicke. Ich habe hier heute natürlich auch so ein paar Oma-Perlen an, weil ich finde, das sind auch irgendwie, das ist 50er. Also das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, wenn ich das nach hinten klicke. Haare habe ich gerade gewaschen, die sind noch ein bisschen nass. Und habe sie gerade so ein bisschen gelockt, dass ich einfach an das Gesicht rankomme. Das kommt zum Schluss dann natürlich nochmal alles vor, damit man das im Ganzen nochmal sieht. Ja, auf meinem Tuch sind übrigens auch so kleine, oh, kleine Vögelchen drauf und Blümchen und so. Und ich habe ein kürzeres Tuch gesucht, aber ich habe kein kurzes Tuch mehr gefunden. Und hinten habe ich die Haare so ein bisschen hochgepinnt, wie früher. Da sah das ja hinten ja immer richtig voluminös aus. Das habe ich leider mit meinen dünnen Haaren nicht hingekriegt. Aber ich habe es hinten ein bisschen hochgemacht und das hier vorne halt gelockt. Und ich hoffe, die Idee vom 50er kommt einfach rüber. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt draus wird. Ja, als allererstes verwende ich 50er. Ist für mich auch so ein bisschen Flawless Finish. Also die hatten ja keine Kontur und kein Blush oder relativ wenig. Und da werde ich erstmal ein Make-up verwenden, was all meine Unebenheiten im Gesicht abdeckt. Und dann benutze ich heute ein stark deckendes Make-up. Das ist von Vichy. Das Derma Blend in 15 Opal. Wo man echt nicht viel von braucht, weil es super deckend ist. Also so ein bisschen pastös. Werde ich auch gleich wieder mit dem Pinsel verteilen, damit das Ganze nicht zu extrem aussieht. Braucht man wirklich nur eine kleine Idee an jeder Stelle. Und auch fast keinen Concealer mehr. Das ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, die hatten früher sowas wie Concealer, Blush und Contour. Sowas hatten die noch nicht so richtig. Also ihr seht, wie stark deckend das wahrscheinlich sein wird. Aber es ist ja heute ein besonderes Make-up. Das ist kein Tages-Make-up und da sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Dazu nehme ich wieder meinen, ja, meinen Schwangerschafts-Alzheimer. Handmade-Pinsel hier von Da Vinci, den Rondo. Jetzt habe ich, oh, zur Zeit vergesse ich auch Dinge, das ist echt gruselig. Naja, von euch da draußen schon mal schwanger oder schwanger ist, aber das wahrscheinlich kennen. Berichtet mal von euren lustigen Begebenheiten. Also meine lustigste Begebenheit ist, dass ich in ein falsches Auto gestiegen bin. Ihr seht, wie das deckt. Also der Wahnsinn. Da brauche ich nur ein wenig von benutzen. Eigentlich. Und da benutze ich immer, glaube ich, noch zu viel. Und ich habe direkt Flawless Finish im Gesicht. Schön auch die Öhrchen. Ich hatte aber nicht so die Lippen nicht vergessen. Nicht so stark an die Öhrchen gehen, weil da hängen ja jetzt gerade die Perlen dran. Wir werden heute auch ein klassisches 50er Jahre Make-up schminken. Das kann bei jedem gerade auch, ich glaube, es machen 14 Mädels mit. Insgesamt sind wir 14. Das wird hundertprozentig verschiedene Typen sein, wie ich die Butze kenne.
damit das Ganze auch spannend wirkt und verschiedene Variationen natürlich auch. Und oh, ja. Ihr seht, jetzt ist jegliche Kontur aus meinem Gesicht raus. So habe ich mich vor Jahren immer jeden Tag geschminkt. Jetzt heute ist mir das regelrecht schon zu viel. Ganz komisch, ne? Ja, als nächstes würde ich mich den Augenbrauen widmen. Concealer braucht man fast nicht mehr. Da werde ich nur noch ein bisschen highlighten fast. Ja. Ja, dann widme ich mir erstmal mich meinen Augenbrauen. Und die mache ich natürlich wieder in einem Braunton stark. Also, was heißt stark? Aber ich erstmal wieder meine Pinsel raussuchen, die ich dafür immer verwende. Ist auch ein Video heute wieder, was länger dauert. Ja. Ich glaube, wenn sonst kein Blush oder was weiß ich was vorhanden ist im Gesicht, gerade so in den 50ern, wo Flawless Finish ist, dass man da sehr mit den Augenbrauen arbeitet, weil ansonsten ja, sie mit Blush und Kontur ja nicht so viel gemacht haben im Gesicht, ne? Und es nur um dieses Flawless Finish ging. Und von daher ja, mache ich die Augenbrauen natürlich heute etwas stärker, als ich das sonst machen würde. Einfach, weil sonst nichts weiter jetzt ins Gesicht erstmal kommt. Außer natürlich vielleicht einen dunkleren Puder oder was, damit man vielleicht die Kontur oder es ein bisschen andeutet. Aber normalerweise gibt es überhaupt gar keine Kontur und kein Blush. Also ich habe es auf Fotos nicht gesehen. Nicht so richtig. Also wir wollen das Ganze natürlich auch, wenn man jetzt nicht mehr so die Möglichkeiten hat wie damals und vielleicht dieselbe Art und Weise und manche haben vielleicht auch nicht das in der Schublade mehr, was man damit kreieren könnte, versuchen wir natürlich dieses 50er-Jahre-Make-up so detailgetreu und so, ja, mit den Gegebenheiten zu schminken, die damals waren und nicht einfach zu sagen. Es ist ja eigentlich, heute gibt es ja auch noch so ein bisschen 50er, ich meine, rote Lippen-Eyeliner, Schönheitsfleck, das kennt jeder, obwohl den Schönheitsfleck vielleicht nicht mehr, das werde ich heute auch machen. Aber das ist ja heute der abgewandelte Rockabilly-Style. Ne? So like Marilyn Monroe, Dieter von Teese so. Ne? Das ist ja heute so dieser Stil, der da so wiederkommt, wenn ich das jetzt gerade richtig deute. So an sich habe ich mich mit den 50ern auch noch nicht so viel beschäftigt. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich denke, nach Gefühl, wie immer. Improvisiere auf mein eigenes Gesicht und hoffe, dass das so hinhaut. Ihr seht, also meine Augenbrauen, die werden heute echt stärker betont, als ich das sonst mache. Da hätte ich schon nach der zweiten Schicht aufgehört, aber heute mal ein wenig mehr. Ein bisschen noch ausblenden, dass ich irgendwo übergemalt habe oder so an den Rest lachen. Derzeit ist hoffentlich das Make-up, dieses stark deckende, ist auch ein antibakterielles Akne-Make-up, hoffentlich eingezogen. Ich werde ein bisschen highlighten, also ich weiß nicht, wie sie das damals gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, mit Creme oder Feuchtigkeitscreme drunter und dann extrem damit gehighlightet haben und das vor der eigentlichen Creme und dem Make-up gemacht haben. Ich habe jetzt aber keine so starke Feuchtigkeitscreme, dass ich damit highlighten könnte. Außer die Strobe Cream von MAC und da habe ich nur eine Probe von der lieben Mausi. Die wollte ich dann noch für was anderes aufheben. Jetzt mache ich es mit diesem Prep and Prime und highlighte einfach so, wie ich sonst auch highlighte, da wo ich highlighten würde. Also es dient jetzt weniger dem Concealen als dem Highlighten. Und versuche diese Punkte im Gesicht jetzt einfach hervorzuheben. Gerade nochmal hier so oben. Und verbuffe das mit meinem Blenderli. Ja, mit meinem. Frage ist, ob man überhaupt eine Base dann, das war mein Glätteisen, womit ich eben noch gearbeitet habe, ob man dann überhaupt eine Base auf die Augen getragen hat, weil ich glaube nicht, dass die das auch damals schon hatten. Die werden dann auch wahrscheinlich eher was Cremeartiges benutzt haben, um das Ganze irgendwie auf das Lid haltbarer zu kriegen. Aber da die eh weiße Töne und helle Töne benutzt haben, wird das eh gehalten haben. Ja, das Gesicht ein bisschen wieder Leben eingehaucht, weil mit Kontur und nichts wird ja gearbeitet.
aber ein bisschen Highlight rein. Ja, was würde ich jetzt machen? Jetzt würde ich mich langsam den Augen widmen. Geil, ist ja kein Blush und nix. Das Eise, was Sie vielleicht benutzt haben könnten, Sie könnten ein dunkleres Puder verwendet haben, was matt war, nehme ich jetzt einfach mal an. Und da habe ich zwei Variationen. Entweder den Dior, den habe ich auch mal von der Mausi, dass man einfach so ein dunkleres Puder nimmt und das ein bisschen andeutet. Das würde ich jetzt probieren. Oder dass man einfach einen Ton dunkler seiner Hautfarbe, da würde ich jetzt den Blush Mocha verwenden, der matt ist und dann einfach so ein bisschen hier vorne so Apfelbäckchen-mäßig so ein bisschen rund andeuten. Mehr würde ich jetzt nicht machen. Also Kontur würde ich jetzt gar nicht machen und würde einfach mit dem Blushpinsel so ein bisschen kurz reingehen und ich muss mich jetzt gerade sehr zusammenreißen. Das nicht mehr zu machen. Das werde ich nachher noch ausblenden, dadurch, dass ich halt eben noch mit Puder arbeite. Ich gehe ja mal davon aus, dass sie Puder gehabt haben. Sorry, ich gucke ab und zu auch ins Display rein oder nicht ins Display rein, weil ich gucken muss, wie es aussieht. Als nächstes würde ich mich jetzt dann wirklich entweder schon dem Puder widmen oder eine Base aufs Auge auftragen. Oder soll ich keine Base auftragen? Das ist jetzt so eine Frage der Fragen, weil bei weißen... Obwohl, Moment. Ich glaube, bei weißen Lidschatten... weil sie ja auch so eigentlich nur weiße Töne auf dem Auge hatten, haben die nicht viel mit Base gemacht, aber einfach um was Klebriges drunter zu haben, weil ich möchte das ja heute den ganzen Tag tragen dann, ja, werde ich trotzdem die Urban Decay Primer Potion in Probenform als Base auftragen. Schon ein bisschen sticky geworden hier. Immer gucken, dass man die letzte Probe ein bisschen aufträgt. Weil das, was man oben schon hat, ist dann schon ein bisschen ja, klebrig geworden. Und nicht mehr ganz so flüssig. Da kommt dann schon Luft dran. Nicht ganz so gut. Aber sie funktioniert noch. Noch so ein bisschen was. Als Unterlage sieht das schon ein bisschen dicker, fast schon klumpenartig. Ich nehme mal so ein Tuch, die Hände wieder sauber zu kriegen. Okay, das haben wir auch geschafft. Mal gucken, dass das nicht irgendwie... zu stark papst. Jetzt würde ich weitermachen mit Puder. Wie sieht das aus? Ja. Die Ohrringe sind schon ein bisschen schwer. So, jetzt würde ich mit meinem Chanel-Puder weitermachen, einfach um da auch, da ist ja auch ein bisschen Highlight, sage ich jetzt mal, drinne. Und damit würde ich jetzt praktisch, da ist ja auch ein bisschen Highlight drinne, damit würde ich dann praktisch auch ein bisschen die Haut mehr zum Leben bringen, dass das Ganze nicht so tot aussieht, weil man ja jetzt auf jegliche Kontur und zu viel Blush verzichtet hat, um das Leben in die Haut wieder einzubringen. Und gehe ich dann nochmal über diesen kleinen Klecks hier vorne, den ich da aufgetragen habe. Das, was ihr jetzt ausgestrichen seht, sind meine natürlichen Rötungen.
die über den Tag verteilt immer wieder durchkommen. Das ist also nichts Neues. Ich möchte jetzt aber auch nicht so viel auftragen, weil ich nicht totmattiert aussehen möchte. Und das ist der Vorteil an wieder mal diesen Chanel Puder. Es ist ein so einen schönen Glow irgendwie aufs Gesicht zaubert, dass das nicht tot aussieht. Aber trotzdem leicht mattiert ist halt. Ja. Wieder rein. Jetzt würde ich mit einem Puderpinsel Reste vom Gesicht streichen. Einfach um sicher zu gehen. So, und jetzt würde ich mit dem Augen-Make-up weitermachen und würde ganz einfach einen hellen Ton benutzen. Diesen hier von Dr. Hauschka aus der Stone Palette. Und wenn der nicht so stark deckt, weil ich glaube, der deckt nicht so stark, nehme ich den aus meiner Zu Eva Palette. Der ist stark deckend, also aus der Zu Eva Naturally Yours. Und da würde ich dann erstmal einen matt weißen Ton aufs komplette Lid auftragen. Oder ich habe gerade was festgestellt, was vielleicht noch besser wäre. Ich muss mich jetzt hier mal so ein bisschen durchfummeln, entschuldigt. Ich werde aus der Essence Ballerina Backstage den Dance the Swan Like 01 benutzen. Das ist so ein weißer Creme-Lidschatten, der das Lid noch mal einen Ticken mehr aufhält. Und ja, den trage ich mit dem Finger auf. Das ist wie die Milk Base von ihr seht das. Ich mache das jetzt auch mit beiden Fingern. Ich streiche das gleich und ich bringe es erstmal auf den Punkt, wo ich das haben will. So, jetzt mache ich mir die Hände sauber. Dann vertupfe ich das ein bisschen. Blende das einen klitzekleinen Hauch aus, aber nicht zu viel. Auch hier im Innenwinkel schön, um das Auge größer zu machen und tupfe das so ein bisschen ab. Und das Schöne an dem ist, der ist nicht so richtig cremig. Der ist eigentlich eher pudrig, der wird pudrig und der wird dann irgendwie matt. Warum auch immer. Ja, und da gehe ich jetzt mit einem weißen Ton, um das zu setten. Also das war der Ballerina Backstage. Und da gehe ich jetzt mit einem weißen Ton, den ich sonst benutze, oben zum heller machen, gehe ich da jetzt drüber. Mal gucken, welchen Pinsel ich dafür benutze. Da brauche ich ja jetzt einen festgebundenen. Da nehme ich den hier. Und schön auch ein bisschen über die Lidfalte hinaus. Das ist das Auge. Schön klar aussieht. So, dann bin ich damit fertig und dann gehe ich mit einem fluffigen 217er Pinsel in eine Farbe, die ich gerade noch verwenden wollte zum Konturieren. Und zwar, das könnte matt sein. Es muss matt sein. Und könnte dem Hautton ähnlich kommen, wenn man sagt, man benutzt einfach ein dunkleres Puder. Und mit dem in diesen Dior gehe ich jetzt rein und deute das einfach hier oben an. Und das verpuschle ich so lange. Ihr seht, das ist jetzt
bisschen auch unter das Auge. Einfach so ein Schatten angedeutet wird. Schön auch auf dem Knochen. Unterm Auge. Schön wieder das Dreieck, was ich auch immer, seitdem ich Butz gucke, so mache. Weil das einfach noch mal einen Ticken besser aussieht. Jetzt ist das Auge natürlich mehr als das. Das muss ich jetzt gucken, dass ich das entweder so angleiche oder so. Deswegen sollte man nie zu viel Produkt nehmen, nachnehmen kann man immer. Aber blenden, blenden, blenden. Dann sieht das auch besser aus. So, jetzt trage ich hier noch ein bisschen mehr nach. Da werde ich dann nachher noch einen schönen Abschluss machen. Die Kanten ein bisschen weicher aussehen. So, jetzt nehme ich wieder den anderen Pinsel und trage das Weiß nach. Auch nicht bis ganz vorne, weil da gleich noch ein anderer Ton hinkommt. Mit diesem Schichten und Nachtragen verblende ich auch überschüssige Farbe oder Farbe, die irgendwo zu viel aufgetragen wurde. Dann nehme ich so einen silbrigen Ton Mission Summer Look in leicht silbrig. So sieht er aus. Ich habe den noch mal kurz sauber gemacht und gehe damit in den Innenwinkel. Und da ein bisschen einen Blickpunkt reinzusetzen. Ist sehr weich, da muss ich ein bisschen aufpassen. Werde ich gleich nochmal Hände sauber machen und ein wenig verstreichen. Ich mal gucken. Ah, was festgebunden ist, wäre dann nicht schlecht. Dann, ja, mit mehr Farben arbeitet man da eigentlich schon fast gar nicht mehr. Jetzt mache ich einen weißen Kajal auf die Wasserlinie, um das noch ein bisschen zu öffnen.
wo auch so ein Ticken rosa mit drin ist, einfach, dass das Auge gleich größer wird, wenn ich schminke. Also wenn ich dann zum Schluss damit hinkomme, mit, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, zum Schluss damit hinkomme mit Wimperntusche. So, und jetzt werde ich hier unten ein bisschen Hautfarbe verwenden, um die Kante auszugleichen. Ihr seht das, das ist gleich so ein schönes, ja, wie Butze sagen würde, ein schöner Übergang. Ich sage dazu Kante ausgleichen. Man könnte das auch mit einem Teser hinkriegen. Dann kriegt man so eine scharfe Kante, aber ich mache das lieber so. Ich komme dann nochmal nach langer Zeit. Jetzt gehe ich mit dem, wo ich jetzt auch auf dem Lid habe, nur ein bisschen komprimierte, gehe ich auch über. Ja, über den Lidschatten, um die restliche Kante auszublenden, die da vielleicht noch nicht so schön aussehen. Und das Ganze auch noch ein bisschen das Auge zu heben. Ich mache jetzt aber nicht zu viel, weil ich möchte, dass man die Farbe noch sieht. Ich möchte nicht, dass das totgeblendet aussieht. Deswegen nehme ich jetzt immer nur ein ganz kleines Eckchen und nicht mehr. Und blende das einfach. Nochmal aus. Und wäre das schon das Augen-Make-up? Ich sage mal jetzt ohne einen Schnickschnack. Zwischenzeitlich kann man schon mal ein bisschen die Lippen vom Make-up befreien. Weil man da gleich mit einem klassischen roten dran geht. Aber noch sind wir ja bei den Augen. Und als nächstes würde ich jetzt Eyeliner machen. Das ist immer die Königsdisziplin. Da nehme ich von Essence den Liquid Eyeliner. Bin nicht wasserfest, ich komme dieser Schwamm-Applikatorspitze relativ gut klar. Es ist aber immer viel zu viel Produkt am Pinsel. Das heißt, ich streiche da erstmal die Hälfte von dem ab, damit nicht zu viel rankommt einfach. Es einfach viel zu viel Produkt ist. Und fange hier beim Eyeliner machen in der Mitte an. Arbeite mich dann schön, versuche nah am Wimpernkranz, gehe aber auch bis nach vorne. Und arbeite mich erstmal strichchenweise nach vorne. Mache ich mir hier so ein Blub, ne? Und dann nehme ich ein bisschen Produkt auf von dem, was ich eben abgestrichen habe. Und gehe von da oben nach unten. Lass das kurz trocknen. Und gehe wieder von vorne in die Mitte und fülle den noch ein bisschen dicker aus, damit das gleichmäßig aussieht.
Und dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite. Ich mache auch immer erst einen fertig, bevor ich den nächsten mache. Die wären komischerweise auch nie gleichmäßig. Verzeiht auch, dass ich dabei ein bisschen ruhig bin. Ich habe einfach den Hang, dass ich da verkacke, sobald ich da zu viel rede. Sieht die anders, nämlich anders aus als das. Jetzt muss ich das ein bisschen angleichen. Das ist die Kniffligkeit. Das sieht man leider beim Look. Sofort. Dabei hilft es auch, wenn der Eyeliner nicht mehr ganz so neu ist, damit man nicht zu viel Farbe aufträgt, gerade wenn man mit weißen Farben arbeitet. So, jetzt lasse ich das trocknen. Jetzt würde ich weitermachen mit dem Lippen. Und da würde ich von MAC. Ist das was verschmiert? Nein. Würde ich den Lip Pencil Mahogany auftragen, weil ich heute einen klassischen roten Lippenstift trage. Ja. Und der passt zu allen Rottönen eigentlich so gut wie. Also, damit ich es gleich ein bisschen leichter habe mit dem Ausmalen, weil ich heute mit Russian Red malen werde.
von MAC in matt, klassisch. Ist zwar ein Ticken heller, aber es geht. Dadurch, dass ich diesen Lip Liner antrage, das ist wirklich so, ich werde das viel öfter machen, ist es viel leichter, auch so kräftige Farben aufzutragen. Ja, jetzt gehe ich dieser Kante noch mal ein bisschen mit so einem dünneren Pinsel nach. Mit so einem einfach noch mal abstempeln. Perfekt. Ja, also sobald man Make-up aufträgt, ich merke das auch gerade, dann sieht das Ganze nicht mehr so omerig aus. Ja, jetzt würde ich weitermachen mit ein bisschen Highlight. Wimpern kommen wir gleich dazu, das ist ja immer das, was am allerlängsten dauert. Und ja, dann nehme ich wieder meinen Verwuschelpinsel und mache nur ein ganz wenig immer hier an meine ran, weil ja nun überhaupt keine Kontur und nichts im Gesicht ist. Und einfach, damit das Gesicht ein wenig Leben erhält. Und Highlighter hatten sie wirklich. Also so eine Art Highlight hatten sie. Sie haben das wahrscheinlich damals mit fettigen Cremes erzeugt. Aber so fettige Cremes habe ich nicht, weil ich dafür nicht der Typ bin. Ich dachte auch ein bisschen hier hin. Einfach da, wo die Lichtpunkte sind. Das würde ich sonst nicht machen. Einfach so ein bisschen auch. Ja, hier hin nochmal. Da, wo die Lichtpunkte sind. Jetzt mache ich weiter mit Wimperntusche. Wieder mal. Ist natürlich so ein bisschen von dem Eyeliner auch an die Wimpern gekommen. Da muss ich mal gleich gucken, inwieweit die Wimpern da betroffen sind. Da nehme ich wieder meine geliebte Chanel Volume Mascara, auf die ich mich verlassen kann. Und wir sind schon bei 40 Minuten. Das ist erstmal das grundlegende 50s Make-up, aber da kommen jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten dazu, die das Ganze einfach noch mal ein bisschen besser gestalten lassen. Gerade bei so Eyeliner-Looks ist Mascara so wichtig.
Schicht Nummer 1. Eyeliner ist auch an die Wimpern gekommen, deswegen, das merkt ihr immer dann, wenn ihr da mit der Mascara drüber geht und das schon so ein bisschen hart ist. Aber eine gute Mascara kriegt auch das hin. Ein bisschen jetzt gerade, um das wieder auszukämmen. Der Stress, warum ich das jetzt erst hochladen und drehen kann, ist, weil wir überlegt haben, einen Hund zu adoptieren. Und ja, das erfordert eine Menge Vorbereitung und dann haben wir so ein bisschen Stress mit der Dame, die uns die Hunde verkauft. Die kann sich nicht an vernünftige Termine halten und da hängt das immer alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Und meine Nachbarin und mir, die kriegt das Geschwisterchen und ich krieg grad ein bisschen zwei Rüden. Und ja, ist momentan bei uns ein bisschen Stress und Halligalli deswegen und ja, deswegen war ich mit dem Look jetzt leider ein wenig spät dran. Und ich hoffe, dass das okay ist. Dass das, wie gesagt, bis heute Abend hochgeladen ist. Ich kann es jetzt leider nicht ändern, weil wir saßen da gestern echt bis 20 Uhr. Ihr müsst euch das vorstellen, ich habe das ja gestern eingeplant, dass gestern der Hund zu Besuch kommt. Ja? Dass man vorher nachher das Video noch dreht und man hatte gerechnet damit, dass das eine halbe Stunde dauert. Länger dauern diese Termine ja auch nicht und die Dame kam 20 Uhr, 21 Uhr wurde es langsam und kam noch nicht. Und wir haben sie auch nicht erreicht, wir haben sie auf einen Anrufbeantworter gesprochen und wer weiß, was da ist. Und ja, das hat mir gestern den Tag und den Abend versaut. Echt, also... Hätte ich das Video auch vorher gedreht, aber ich wollte den kleinen Hund, der ist ja momentan 6 Wochen alt, nicht unbedingt an Schminke lecken lassen. Und deswegen habe ich gedacht, drehst du das Video danach, der Termin wird ja nicht lange dauern. Und ach ja, das war gestern toll. Also uns wäre das Video heute schon pünktlich zu einem angegebenen Zeitpunkt von 12 Uhr oben. Weil man hat sich jetzt auch, ich habe den Hund zwar erst einmal gesehen, aber man hat sich an den Hund jetzt so gewöhnt und weiß nicht, wisst ihr, kennt ihr das? Wenn ihr ein Kind oder ein Tier seht oder und es ruft sofort Mama, das mag jetzt bei mir an der Schwangerschaft auch liegen, aber es ist sofort, wo man sagt, ja, dich und nichts anderes. Und so war das. Und er ist sofort bei Jens eingeschlafen. Und hat sofort meine Nase abgeleckt und mich angeguckt und seine Tatze oder seine Pfote auf meine Brust gelegt und mich so angeguckt. Und ja, da war es um mich geschehen. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt, ich hoffe inständig, dass das alles noch klar geht. Das drückt momentan so mein Gemüt so ein bisschen nach unten. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass dieser Wunsch, einen Hund zu haben, so groß ist. Ja, also das ist mir jetzt erst so aufgefallen. Vielleicht sind das auch nur meine Mutterhormone, die sagen, ich brauche unbedingt etwas, worum ich mich kümmern kann. Ja, das wäre das natürlich mit Mascara. Sieht gleich ganz anders aus. So quatschen wir uns durchs Wimperntuschen. Geil. Als nächstes würde ich jetzt einen Leuchtpunkt in die Mitte meiner Lippe setzen, damit das Ganze einfach noch dreidimensionaler aussieht. Und das erzeuge ich mit einem Mask-Pigment, das hatte ich auch mal von der lieben Butz, und einem Lipgloss von der lieben Mausi. Da gucke ich mal, ob ich das gleich noch drüber setzen möchte, weil ich möchte nicht, dass das zu sehr glitzert. Ich möchte das einfach nur so ein bisschen als Leuchtepunkt haben. Deswegen schauen wir mal, wie das wird. Ja, das glitzert mir zu sehr. Kann man zwar auch machen, ganz leicht, aber da hätte ich doch dann lieber, ja. Oh Gott. Das ist
glaube ich, ein Ticken zu viel gewesen. Ich hatte, glaube ich, noch ein bisschen von dem Pigment. Moment. Jetzt mache ich das Pigment mal wieder zu. Augenblick. Das ist noch nicht ganz zu. Moment, Moment, Moment. Wir haben es gleich. Jetzt. Ja, ich wollte einfach, dass das Ganze ein bisschen dreidimensionaler wirkt. Ich hoffe, die Idee ist klar. Man kann auch einen weißen Lidschatten wieder nehmen. Und jetzt würde ich noch einen Schönheitsfleck hinbauen. In einem Braun, nicht in einem Schwarz, damit das Ganze ein bisschen natürlicher wirkt. Und den würde ich mir jetzt hier hinsetzen. Der ist natürlich jetzt auch nicht angeschwitzt. Der ist auch von Dr. Hauschka. Der hat relativ gute Qualität. Nur so ein bisschen drehen. Und ja, das wäre die Idee. Fehlt noch irgendwas? Ja, zum Schluss würde ich noch ein bisschen Fixing Spray benutzen von MAC. Und würde das kurz trocknen lassen. Und in der Zeit mache ich meine Frisur. Einfach damit das fixiert und natürlich auch noch ein bisschen das pudrige Finish wegnimmt. Und dann hätten wir diesen Look. Und ich mache noch natürlich ein paar Fotos am Ende jetzt. Ich hoffe, dass mein Mann das jetzt heute Abend hinkriegt. So. Kann ich noch weiter hochziehen, das Ganze. So. Ihr seht, durch dieses Fixing Spray, ich habe ja hier auch so eine Probe von 30 Milliliter, wird so ein bisschen das Pudrige genommen. Und man sieht ein wenig glowiger aus, auf natürliche Art und Weise. Und ja, das ist meine Oma. Also wenn sie das am Anfang jetzt aufgehabt hatte, ne Leute, dann ist das auch so mit den Ohrringen, kam ich mir vor wie so eine Oma, echt. Aber jetzt, wo man das zusammen auch so mit Look sieht, dann geht das ja schon fast schon wieder, kann man sich ja damit anfreunden. Ne? Also, interessant. Also ich finde es cool. Ich finde es richtig, richtig cool. Und ich habe als Vorbereitung eigentlich echt nur ein paar Fotos so angeguckt und habe gedacht, Mensch, probierst du einfach aus. Es kann ja, wenn dann nur in die Hose gehen, das ist halt ein Feldversuch. Aber ich finde, es ist jetzt gar nicht in die Hose gegangen. Was meint ihr? Also ich würde mich über Kommentare echt total freuen. Ich kann euch auch nochmal ranzoomen und euch nochmal das Ergebnis so zeigen, was ich jetzt so fabriziert habe. Okay, der Lidstrich ist jetzt vielleicht nicht ganz, aber auch so das Gesicht, ne? Und man kann auch nur so ein bisschen mit ein bisschen dunklerem Puder hier vorne arbeiten, ohne zu viel machen zu müssen. Flawless und so. Und ja, also ich fühle mich jetzt richtig pfiff. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe, als ich dieses Video angefangen habe, echt gedacht, das geht voll in die Hose. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Gerade sowas habe ich noch nie richtig gemacht, so out of my comfort zone.
wie auch die liebe Marion immer sagt, also ja, was eigentlich überhaupt nicht meinem Bereich entspricht. Und es ist eigentlich so simpel und so einfach und es kann so gut aussehen. Und ja, probiert es doch einfach mal aus. Wenn ihr Bilder dazu habt oder so, schickt es mir vielleicht über meine Facebook-Fanpage oder per Privatnachricht. Schreibt drunter in den Kommentar vor, was ihr von haltet. Guckt vor allen Dingen auch die anderen tollen Mädels an, Butz und die ganz anderen Frauen. Und ja, ich hoffe, meins ist dann pünktlich heute Abend online. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos, damit mein Mann das schnellstmöglich bearbeiten kann. Und ja, ich hoffe, es hat euch total gefallen. Es hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie sich das Schritt für Schritt entwickelt. Und ja, ihr Lieben, dann freue ich mich auf das nächste Video für euch und das wird, glaube ich, auch ein Tutorial werden mit ein paar neuen Schätzchen, die ich bekommen habe von der lieben Marion. Und ich verlinke euch, wie gesagt, meinen Facebook-Account, meinen Kleiderkreisel-Account, die anderen Mädels, alles in die Infobox. Und ich freue mich auf eure Kommentare und auf euer Feedback und Däumchen, Abos nicht vergessen. Und es hat mir so, so viel Spaß gemacht, liebe Butz, an diesem Projekt teilzunehmen. Und ich hoffe, du siehst die Leidenschaft dahinter und ihr anderen, ihr hattet auch so viel Spaß. Und schaut vorbei und viel, viel Spaß dabei, sich ein bisschen, ja, die 50er anzusehen. Ja, ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne, tschüss.